Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, dem nicht internationalen Podcast. Mein Name ist René, außerdem mit dabei der Herr Marvin. Oh, mitten ins Herz. Ja, gleich mal Fingerwunde und so, ne? Sie kennen das. Eigentlich war der Plan, dass Herr Basti auch noch da ist, aber der ist irgendwie noch beim Muttertagscafé. Also Kaffee, ich vermute mal, dass er irgendwie so Kaffee mit Schuss. Kaffee mit Schuss hat, genau. Ja. Den guten Rüdesheimer Kaffee, ja, irgendwie mit viel Rüdesheim. Wir haben gerade eben im Vorgeplänkel schon so ein bisschen überlegt, machen wir heute Motivation oder lassen wir irgendwie einfach nur Frust raus, weil auch im Chat war man sich nicht so ganz einig. Ich glaube, erstmal ist hier Frustthematik angesagt. Wir haben halt natürlich einen fucking Tag nach dieser beschissenen Entscheidung, die zu unseren Ungunsten ausgegangen ist. Es tut mir leid, ich muss jetzt auch stehen, ich sitze jetzt gar nicht, weil das kriege ich gar nicht hin. Ich kriege es nicht hin zu sagen, dass wir jetzt hier motivierend tätig sind. Ganz ehrlich, ich bin mega frustriert. Das ist eine der beschissensten Situationen, die ich mir gedacht habe in den letzten Wochen. Natürlich können wir rational viel über die Saison sprechen, aber einen Saisonabschluss machen wir irgendwann später. Das machen wir nicht jetzt, nicht einen Tag, nachdem wir Europa verspielt haben. Und man kann es auch, glaube ich, genauso sagen. Wir haben es halt einfach verspielt. Also ich habe viele Dinge dann im Nachhinein gelesen, von wegen Wettbewerbsverzerrung und tralala und hin und her. Ja, die Bayern hätten im letzten Spiel halt auch mal irgendwie abliefern können. Aber ganz ehrlich, die haben die gleiche Scheiße vor 2 Wochen gegen uns gemacht. Wir waren so blöd und haben uns von der C11 3-0 abkochen lassen, 4-1 abkochen lassen. Ja, und Stuttgart hat es halt einfach cleverer gemacht. Die haben eine riesen Rückrunde hingelegt. Wären wir einfach mal cleverer gewesen. Schalke war zwar spielerisch nicht schlecht, aber ganz ehrlich, da wäre was drin gewesen. Du hättest da Tore machen können, wenn du dich mal angestrengt hättest. Ja, also das Problem ist, wir haben auf verschiedenen Ebenen größere Probleme gehabt. Auf der einen Seite natürlich nehmen wir den Sachverhalt Bayern, ganz klar, das hat mich mega geärgert, muss ich ganz ehrlich sagen, im letzten Spiel, was sie zu Hause bestreiten, das ist auch das Abschiedsspiel von Jupp im Endeffekt gewesen, ja, von Don Jupp, ja, kriegen sie es nicht hin, die Konzentration hochzuhalten. Aber ehrlich gesagt, werde ich den Verdacht nicht los, dass sie das absolut machen, um uns noch mehr zu ärgern. Das hört sich mega blöd an, aber natürlich werden wir angestachelt sein dann gegen die Bayern dann am Samstag und die denken sich ja, oder beziehungsweise da ist es halt jetzt so, dass Jupp halt den nochmal die Hölle heiß macht, so nach dem Motto, ihr habt jetzt so verloren, und jetzt, aber jetzt in der Woche danach geht's richtig rund. Ehrlich gesagt habe ich wirklich das Gefühl, das will ich jetzt nicht in einem größeren Kontext spinnen, aber mir kommt es schon so vor, als hätten die Bayern uns gezielt ja nochmal einen reingewirkt und dass halt du automatisch, dass du 4-1 gegen den direkten Konkurrenten der Eintracht verlierst, im letzten Spiel, wo sich alles noch entscheiden kann, dass du dazu beiträgst, dass die Saison von uns nochmal mehr in den Keller geht, das ist halt bitter. Da muss ich sagen, haben die Bayern halt auch wirklich nicht abgeliefert in den Tag, aber du hast natürlich recht, und jetzt müssen wir den Bogen zur Eintracht selbst spannen, dass wir natürlich auf uns schauen müssen. Und wenn ich mir angucke, wie die erste Halbzeit gegen Schalke war, da war das beschämend. Und wenn ich mir angucke, wie die zweite Halbzeit war, muss ich sagen, Leute, da wäre natürlich was möglich gewesen, aber ich muss ein Offensivkonzept entwickeln. Und das habe ich bis auf Rebic nicht gesehen. Ja, ich muss wirklich zugeben, dass ich Haller, den ich ja wirklich mag persönlich, das ist nicht der gleiche Spieler wie vor ein paar Monaten. Ja, ja, ganz, ganz klares Ding. Also ich habe vorhin nochmal verschiedenste Statistiken mir angeguckt. Ich glaube, wir hatten irgendwie in der ersten Hälfte 2 Schüsse, die irgendwie so ein bisschen in Richtung Tor gingen. Die gingen jetzt noch nicht mal wirklich aufs Tor, sondern halt wirklich nur so ein bisschen. Da war aber auch so generell so von der kompletten Körpersprache, da war kein Biss drin, da war keine Abstimmung drin. Das Mittelfeld war absolutes Fehlpasshausen. Ja. Also ich verstehe nicht, Boateng hat so das ein oder andere Mal, ist er ja so ein bisschen in die Spitze davor gerückt, um vielleicht auch so ein bisschen die Lücken zu suchen oder einfach auch so ein bisschen die Leute von Haller da irgendwie wegzunehmen. Aber da ist ja auch kein Pass irgendwie mal angekommen. Wir haben es immer wieder gegen Schalke durch die Mitte versucht und die Außenspieler, Willems hat sich da draußen ständig angeboten und es hat keiner auch mal überlegt, irgendwie den Ball da rauszuspielen. Wir haben die Breite des Feldes überhaupt nicht ausgenutzt. Da war kein Zug drin. Wir waren total verkrampft und auf der Gegenseite, Schalke ist konsequent immer mit mindestens 2, manchmal sogar 3 Mann auf den ballführenden Spieler gegangen. Die haben uns so dermaßen den Schneid abgekauft. Also,
das war keine Bundesligamannschaft der Eintracht, die da auf dem Feld gestanden hat. Nein, und die Schalker, da muss ich auch mal wirklich, ich meine, es fällt natürlich schwer jetzt so kurz danach, aber am Ende ist es so, die Schalker haben auch echt souverän gut gespielt. Ich fand, die haben für das letzte Saisonspiel eine ordentliche Partie gemacht. Natürlich nicht mit der gleichen Intensität wie in anderen Spielen, ja, aber wir hätten die Möglichkeit gehabt und niemand hätte den Schalkern vorwerfen können, dass sie wettbewerbsverzerrend spielen. Das wollte ich einfach nur sagen. Ja. Aber wir hätten einfach selber mehr in die Waagschale werfen müssen und hätten versuchen müssen, offensiv mehr zu bringen. Das war halt einfach nicht da. Und das ist natürlich nicht nur das letzte Spiel. Wir wissen auch, dass wir eigentlich, das ist für mich einer der Knackpunkte, und das ist ja schon viel zu weit zurück. Einfach, du kannst es ja eigentlich schon viel früher sehen. Ich weiß, wenn wir in der Saisonrückschau nochmal drüber sprechen, aber halt auch, dass du gegen die Hertha es noch nicht mal schaffst, 3 Punkte zu holen. Ne? Aber das sind halt lauter Dinge, wo ich echt denke, hier ist wirklich was kaputt gegangen in der Zeit, in der heißen Phase, in dem es bei uns um alles ging. Aber ich muss auch sagen, ich habe nicht das Gefühl gehabt, als hätte die Eintracht gestern wirklich 3 Punkte holen wollen. Für mich war das ehrlich gesagt so, dass, also, wie soll ich das jetzt formulieren, ohne dass es jetzt zu fiktiv klingt. Also ich habe das Gefühl gehabt, als wäre den Oberen ganz lieb gewesen, dass wir sagen, naja gut, den 7. Platz holen wir nicht. Ja, da können natürlich jetzt hier lauter Bekundungen kommen von wegen, oh scheiße, wir haben Europa nicht verdient, bla bla bla. Aber du hast es auch nicht auf den Punkt gebracht. Und ganz ehrlich, wenn ich danach Niko Kovac sehe, dass der schon wieder grinsend hier durch die Gegend läuft nach so einem Ding. Alter, ich wäre mega frustriert, was ist denn los mit dir? Wir haben gerade Europa verspielt. Und ich kann auch diese Leute nicht verstehen, die dann sagen, ja, Platz 7, das wäre eh kacke gewesen, dann würden wir nachher vielleicht absteigen. Leute, wir können auch so absteigen. Wisst ihr was? Keine Ahnung, wie nächste Saison unsere Mannschaft aussieht. Wir haben keinen Trainer, große Teile der Mannschaft werden eh gehen. Das kann auch so in die Binsen gehen. Ja, aber wir hätten zumindest die Fans gehabt, die wir mit einem positiven Ding in die nächste Saison hätten begleiten können. Hätten wir gesagt, wisst ihr was, wir fahren nach Europa und dann ist es natürlich erste Runde. Ist scheiße, fahren wir halt nach Malta, aber ist doch geil, schöne Partie. Dann geht's weiter, Luxemburg, ja okay, auch okay. Und dann sind wir halt da, die Dinger reißen wir doch. Ob wir jetzt Testspiele machen gegen irgendwelche Zweitligisten oder ob wir halt gegen maltesische Mannschaft spielen oder halt mal in die Ukraine müssen, dann ist das so. Aber das ist Europa und das hätte jeden mitgenommen. Da, ganz ehrlich, ich bin gestern Vormittag bin ich durch Frankfurt gelaufen, hab gesehen, da ist eigentlich so ein bisschen der Spirit da, die Leute hatten Bock. Ich habe so viele Leute mit Eintracht-Cappy gesehen, wie schon lange nicht mehr. Weil die halt alle das Ziel hatten, geil, jetzt letzte Saisonspiel, wir gehen nochmal hin, wir gehen in meine Lieblingskneipe, gucken uns das Spiel an und haben danach ein gutes Gefühl, weil Europa ist zumindest schon mal safe. Das wäre ja im Optimalfall auch irgendwie safe gewesen. Hätten wir zumindest mal 1 Punkt geholt, hätten die Bayern nicht totalen Mist gemacht. Aber gut, hätten wir gewonnen, dann wäre es auch wieder anders gewesen. Aber dazu musst du mehr bringen. Und das war halt nicht der Fall. Und das regt mich auf, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass sowohl bei Bobic, bei Kovac auch nicht und bei Teilen der Mannschaft überhaupt nicht angekommen ist, dass das hier das Ding ist. Und wenn ich dann höre, ich bin gleich fertig mit meiner Tirade, aber wenn ich dann höre, dass Radetzky sagt, ja, war eine lange Saison, die Spieler sind platt, aber ja, Pokal, da geben wir nochmal alles, da sind wir wieder da. Nein, was ist denn los mit euch? Warum denkt ihr denn, dass ihr im Pokal was holen könnt, wenn ihr es noch nicht mal schafft, gegen Schalke zu gewinnen? Was soll das denn? Das ist doch voll der Bullshit. Warum kann man das nahe Ziel nicht nehmen? Warum kann ich den Apfel, der direkt vor mir liegt, nicht nehmen, wenn ich und dann lieber sagen, nein, aber ich steige jetzt den großen Berg hoch und oder die große Leiter hoch und pflück da den Apfel und dann ist es total gefährlich, weil ich nur so Slipper anhabe und dann runterfallen kann, weißt du? Nimm doch den Apfel, der direkt vor deinen Händen liegt. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ja. Das ärgert mich. Total bescheuert, wie man auf die Idee kommen kann. Aber ich glaube, es hat sich genau das gezeigt, was wir irgendwie mal gedacht haben, dass das für die einfach zu abstrakt ist und dass die das nicht juckt. Der 7. Platz, scheißegal. Da ist eh die Hälfte da nicht mehr da. Ich glaube, das hängt echt auch damit zusammen. Also den Punkt, das ist, den will ich jetzt gerne nur aufgreifen, dass du hattest ja gesagt, dass es vielen irgendwie so vor, oder dass es einem so vorkommen könnte, als wenn es gerade so der Führungsriegel der Eintracht ganz recht wäre, das jetzt nicht geschafft zu haben. Das Gefühl hatte ich nach diesen ganzen Aussagen auch, weil man da ja jetzt, fand ich, sehr schnell war mit diesem von wegen, ja, wir müssen mal überlegen, wo wir hergekommen sind und unser Ziel war, von Anfang an irgendwie einstellig zu sein. Ja, natürlich war das Ziel am Anfang der Saison, aber sowas entwickelt sich ja auch. Ziele verändern sich, ja. Das finde ich jetzt irgendwie so eine ganz komische Art der Besänftigung und die macht mich fast sogar noch wütender als das, was auf dem Feld gestern passiert ist. Da war ich schon fast schon wieder dabei, irgendwie so den Haken dran zu machen und zu sagen, okay, ist scheiße gelaufen,
ist verdammt schlecht. Ich ärgere mich darüber, aber okay. Ich hab's verarbeitet und dann kriege ich irgendwie, ich habe alle Presseberichte gestern ignoriert und dann sehe ich irgendwie nachts um eins das auf Twitter vorbeilaufen und würde am liebsten irgendwie einfach nur irgendwas in den Fernseher schmeißen, weil, also da kann man doch einfach ganz ehrlich sagen von wegen, hey, es war scheiße, wir hatten mehr vor und jetzt irgendwie versuchen da so ein bisschen Stimmung dann direkt irgendwie für den Pokal zu machen, aber direkt dieses Beschwichtigende da hinten dran, da ist doch überhaupt kein Ehrgeiz mehr drin, das geht mir so dermaßen gegen die Hutschnur. Das ist eine widerliche Abgeklärtheit und es geht mir voll auf den Sack, weil ich komplett konträr zu dem gehe, wie meine Fans ticken. Meine Fans sind Anhänger, die sind so emotional dabei. Die begleiten dich aber auch, wenn du um Abstiegskampf fährst, aber wenn es gegen Abstieg geht. Aber die begleiten dich auch, wenn es nach Europa geht. Und wenn du dann die Möglichkeit hast, denen mal was zurückzuzahlen, weil ganz ehrlich, guten Fußball haben wir in den letzten Wochen auch überhaupt nicht gesehen. Darum geht's ja gar nicht. Hier ging es um Ziele, die erreicht werden können, um was zurückzugeben. Und wenn ich dann sage, ja, wir haben eine gute Saison, natürlich haben wir rational betrachtet eine gute Saison gespielt, weil keiner hätte davor gedacht, dass wir auf Platz 8 landen. Aber Leute, guckt dir doch an, wie beschissen die anderen sind. Guckt dir an, wie beschissen Dortmund ist. Die verlieren sogar jetzt noch gegen Hoffenheim und kommen trotzdem in die Champions League. Das hängt doch auch mit der Schwäche der Bundesliga generell zusammen. Und wenn wir einige Wochen mal richtig geil Fußball spielen, beziehungsweise die Punkte einfach holen und dann wirklich uns mal belohnen können, mal was Außergewöhnliches reißen, dann müssen wir das doch nutzen, weil als Eintracht Frankfurt haben wir nicht diese Chance, jedes Jahr sagen zu können, wir gehen nach Europa. Schalke kann das, wenn die nicht total bescheuert sind. Ja, die haben genug Geld, dann läuft das, dann gibt es eingespielte Mechanismen, die holen gute Leute, der Heidel ist ein guter Mann, der Tedesco ist ein guter Trainer, das funktioniert, das wird einigermaßen laufen, die haben eine super geile Jugendarbeit, die wir nicht haben. Das ist nämlich, das Problem ist bei der Eintracht, ist alles ganz knapp, ganz eng gebaut. Wir sind auf einem ultimativ wackeligen Konstrukt und das verstehen hier anscheinend viele Leute nicht. Und wenn wir dann die Möglichkeit haben, mit diesem wackeligen Konstrukt uns nach vorne zu arbeiten, einmal nach Europa zu kommen, dann müssen wir das nutzen und können wir jetzt sagen, nein, Platz 8 ist super, alles gut. Was hätte man niemals gedacht? Nein, was ist denn, das ist doch scheiße. Also ich meine, ein Schokoladenhase, der esse ich auch nicht zur Hälfte und schmeißen dann weg. Dann muss ich den ganz essen, wenn er mir schmeckt. Weißt du, was ist denn los? Das nervt mich einfach. Immer diese Halbheiten, weil ganz ehrlich, du kommst mit einem 8. Platz nicht weiter. Dann wäre es mir lieber gewesen, wir hätten die ganze Saison zwischen Platz 12 und 8 gespielt. Ne? Sondern nie europäisch gewesen. Dann habe ich gedacht, okay, dann wäre es ja kein Drama gewesen. Dann wäre ich natürlich mit der 8 zufrieden gewesen, weil wir dann nie wirklich nah rangekommen sind. Aber wir waren halt zwischenzeitlich auf der 4. Es gab die Möglichkeit, in die Champions League zu kommen. Und es gab sie wirklich. Guck dir an, wie schlecht alle sind. Ja. Jeder hat seine Downphase gehabt. Die schlechteste Bundesliga-Saison seit langem und wir machen irgendwie nichts draus. Genau, jeder hat eine scheiß Phase gehabt. Ja. Dortmund hat gefühlt eine total beschissene Saison gehabt und kommt trotzdem in die Champions League. Dann bis auf Schalke. Ach, Schalke, oh, war ja sehr stabil. Schalke, ja, war sehr definitiv stabil, das muss ich sagen, herausragend. Zieh ich meinen Hut. Dann hast du Red Bull Leipzig gehabt. Ja, oder Rasenball, ja. Was haben die für eine Scheiße zwischenzeitlich gespielt? Der 93-Fluch, ja. Hast du deutlich gemerkt, dass die irgendwie ziemlich abgeflacht waren, ja? Und alle anderen haben alle eine Schwächephase gehabt. Hoffenheim hat zwischenzeitlich auch Kacke gespielt. Ja, und die kommen trotzdem dahin. Was ist denn das? Das ist doch scheiße. Das wäre so viel mehr möglich gewesen, ja? Und das ärgert mich halt einfach. Ja, nachvollziehbar. Das Prinzip Schokolade nur zur Hälfte zu essen ist für mich sowieso schon seit immer ein Rätsel gewesen. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Mir ist die Woche noch eine andere Sache über den Weg gelaufen und da passt auch ganz gut dazu, was Rakox gerade im Chat geschrieben hat, nämlich er hat geschrieben, nach dem 27. Spieltag waren wir Vierter mit 45 Punkten und 38 geschossenen Toren. 7 Spiele später waren es leider nur 4 Punkte mehr und 7 Tore. Und ich habe die Woche, was heißt die Woche, es war Freitag, nach der Pressekonferenz, hatte der Stefan Krieger einen Tweet, der mich nochmal so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, wo er gesagt hat, naja, eigentlich war die Mannschaft nach 2/3 der Saison schon durch, körperlich, so von der Energie her. Und Kovac sagt, er hat die Zügel nochmal angezogen. Ist es vielleicht auch das am Ende gewesen, dass wir einfach zu sehr versucht haben, mit dem gleichen Modell, was gut irgendwie für eine halbe oder 2/3 Saison irgendwie funktioniert, irgendwie am Ende noch zu viel zu holen, dass halt einfach wieder das eingetreten ist, was wir schon immer gesagt haben, der Kader ist nicht so breit, dass wir das die ganze Saison über durchziehen können?
Ja, ist er. Er hat doch natürlich seine Schwächen gehabt. Trotzdem war er qualitativ wesentlich hochwertiger als in den letzten Jahren. Und natürlich sind wir jetzt besser abgeschnitten, aber trotzdem, auch hier wieder. Natürlich, wir haben in der Winterpause gesagt, guck in der Innenverteidigung nochmal. Da musst du Geld investieren, weil das wird eng. Es kam genauso. Wer hat gestern wieder gefehlt? Abraham. Das hast du nicht total bemerkt, das hast du nicht total bemerkbar gemacht, weil die Schalke relativ defensiv eigentlich gespielt haben und nicht darauf aus waren, uns die Hütte voll zu schießen. Trotzdem ist das natürlich ein wichtiger Faktor, der viel Sicherheit reinbringt, der das Spiel nach offensiv auch weiterbeleben kann, weil du weißt, dass du, wenn du ihn hinter dir hast, dass er halt für Sicherheit sorgt. So, und das heißt natürlich, dass wir halt nicht so gut zurangekommen. Und trotzdem, wir hatten einfach gute Spiele. Und natürlich ist es so, dass, was ich viel problematischer sehe, ist die Tatsache, dass Kovac es nicht geschafft hat, ein variables Offensivspiel zu finden. Wir hatten ein System über die Außen, das hat zum Teil funktioniert, aber seien wir doch mal ehrlich, das hat bis auf das Spiel gegen Hamburg seit 8 Spielen oder so nicht mehr funktioniert. Ich meine, auch das Spiel, wo wir auf Schalke gewonnen haben, das war eine Willensleistung mit viel Glück, ja? Und das war nichts, wo du gesagt hast, okay, da ist der Plan aber voll aufgegangen offensiv. Nein, ist er nicht. Da waren halt viele Situationen dabei, die uns zum Vorteil gereicht sind. Aber da war nichts, wo ich gesagt habe, okay, das ist das System, mit dem können wir hier weiter offensiv erfolgreich sein. Ja, und Hamburg, muss ich sagen, die waren ja halt auch, hatten auch Pech gegen uns. Und dann haben wir irgendwie dann auch zugeschlagen. Das war dann offensiv dann auch okay. Aber es war kein System. Und auch Aber gegen Schalke hast du kein System man muss gemerkt. auch dazu sagen, das Spiel gegen den HSV war offensiv okay, aber das Ergebnis, dieses 3-0, täuscht auch ganz immens drüber hinweg, wie das Spiel eigentlich war. Weil, sind wir mal ehrlich, du hättest das Ding maximal 1-0 gewinnen dürfen, weil so gut war unsere Offensivleistung auch nicht. Wir hatten halt einfach nur Glück und Hamburg war an dem Tag halt auch einfach schlecht. Ja, genau. Und das Problem ist, es gibt keine konzeptionelle Variabilität. Das schafft Kovac nicht mit dem unterschiedlichen Spielermaterial, was er hat, da eine Variabilität hinzubekommen. Das heißt, wenn Allaire plötzlich reingeht, wie wir in den letzten Spielen gemerkt haben, dann ist er im Endeffekt auf weiter Flur alleine, hat keine Bindung zum Spiel. Und das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass Kovac nicht die Mittel gefunden hat, oder auch nicht das Wissen hat, wie man Allaire richtig einbindet. Wo er hat dann gemerkt, okay, Jovic, Rebic, das funktioniert einigermaßen und dann habe ich halt natürlich Wolf, der offensiven guten Drang hat, dann ist das super. Und dann habe ich auch manchmal noch Boateng, der halt ein Brecher ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, warum? Und das muss ich auch die Frage stellen. Warum gehe ich denn am Samstag jetzt hier gegen Schalke nicht all in? Warum setze ich denn Allaire, von dem ich weiß, dass er eine Formschwäche hat? Warum setze ich den denn rein? Warum gehe ich dann nicht mit Jovic rein? Was soll das? Aber das sind so Punkte, ich habe mich so ein bisschen über die Aufstellung gewundert. Und im Endeffekt, ich will es nicht darauf schieben, weil man kann immer sagen, ja, gut, hättest du so aufgestellt, aber einen formschwachen Allaire da reinzustellen, weiß ich nicht, ob das die smarteste Idee war. Ja, genauso hätte man ja auch das Prinzip anders machen können und sagen können, okay, wir bringen Rebic von Anfang an und ziehen ihn im Zweifelsfall zur zweiten Hälfte raus. Weil wir hatten ja auch letzte Woche schon gesagt, dass eigentlich das Spiel jetzt das ist, was uns eher nach Europa bringt. Also Richtig. darauf zu hoffen, dass er jetzt einfach dann auch für den Pokal fit ist. Ja, ich meine, eine gewisse Chance ist halt immer da. Du kannst immer im Fußball gewinnen, wenn du einen guten Tag hast. Aber hier wäre jetzt die Möglichkeit, einfach da den Sack zuzumachen, viel, viel größer gewesen. Und von daher habe ich es nicht verstanden, dass gerade ein Rebic, der ja ein sehr belebender Charakter für das Spiel ist, was wir ja in der zweiten Hälfte ja gesehen haben, warum ich den nicht irgendwie als Nadelstich direkt von Anfang an bringe und dann halt im Zweifelsfall zur Halbzeit sage, ich nehme ihn übrigens raus. Apropos Wechsel, Ja. ich fand diese Aktion von Schalke, da in der zweiten Hälfte den Nübli für den Fährmann zu bringen, war auch noch mal so volle Granate mit einem nagelbesetzten Federhandschuh ins Gesicht. Patz. Ja. Also. Ja. Also das kann ich nachvollziehen. Das finde ich auch in einer gewissen Art und Weise ein bisschen frech. Aber warum nutze ich das denn nicht? Ja. Warum nutze ich genau den Hass, den du hattest deswegen? Ja, den absolut verständlichen Hass. Warum nutze ich den als Trainer oder als Spieler nicht und sagt, weißt du was, die haben hier schon abgeschenkt. Die sagen, naja gut, für die geht's um nichts mehr, jetzt können sie den Ersatztorwart einwechseln. Anscheinend sind wir denen zu ungefährlich, dann machen wir dem mal die Hölle heiß. Aber das ist nichts passiert. Und genau das nervt mich auch. Klar, daraus muss ich doch was ziehen. Das sind doch die Handlungsmöglichkeiten, die ich auch während des Spiels noch habe, wo ich sage, Alter, die wollen mich jetzt mal richtig nass machen. Da habe ich aber gar keinen Bock drauf. Warum mache ich das nicht mal? Und da war nichts zu spüren und das nervt mich. Und da sind so viele Dinge, die nicht zusammengepasst haben. Zum einen natürlich die Ausstellung, wo ich mich geärgert habe, weil ganz ehrlich, wenn ich am Anfang
am Anfang der ersten paar Minuten mit meiner Top-11 dastehe und vielleicht ein frühes Tor erziele, dann kommt ein ganz eigenen Vibe, dann gibt es einen ganz eigenen Vibe, der dann reinkommt. Dann hören das vielleicht auch die Stuttgarter, sind plötzlich ein bisschen nervöser, weil wenn sie das Ziel haben, ja, dass sie wirklich nach Europa kommen und dann führt aber die Eintracht, dann sehen die nämlich vielleicht auch ihre Chancen flöten. Das heißt, ich kann mit einer frühen Führung ja auch die anderen Stadien ein bisschen beeinflussen. Aber nein, das ist alles scheißegal. Ich muss echt sagen, ich bin extrem enttäuscht, eigentlich noch nicht mal wirklich von den Spielern, aber eher von der Führung, was vorgegeben wurde, dass mir persönlich aber auch nicht das Gefühl gegeben wurde in den letzten Wochen, bis auf die Worthülsen, ja, Europa ist möglich, bla bla bla, da kam mir nichts rüber. Ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, so jetzt, ja, und jetzt wollen wir das auf jeden Fall, Platz 7, da sind wir dabei. Das klang jetzt nicht so. Es klang so, na ja. Und im Endeffekt sind sie jetzt anscheinend mit Platz 8 echt ganz froh, dass der Bobic sagen kann, naja, gut, jetzt kann ich mir ein bisschen mehr Zeit lassen bei der Trainersuche. Und na gut, müssen wir den Kader jetzt anders zusammenstellen, vielleicht auch nicht so verkehrt. Ja, das mag vielleicht alles sein, aber Fakt ist, dass du viele Spieler natürlich auch jetzt nicht mehr ganz so bekommst, wenn du phlegmatisch mittlerweile schon als Eintracht dich erkennbar zeigst, dass du immer kurz vor Schluss nicht nur eine beschissene Rückrunde spielst, sondern all deine Ziele verspielst. Europa haben wir nicht zum ersten Mal verspielt. Erinnere dich, als wir, keine Ahnung, vor 3, 4 Jahren war das auch, da waren wir echt, haben eine geile Hinrunde gespielt und eine Rückrunde war für den Arsch. So, weißt du, das ist doch Kacke. Das nervt mich einfach, dass wir immer so kurz vor knapp eigentlich wieder alles aus der Hand uns nehmen lassen und das nervt mich. Oder eigentlich weggeben, weil wir es hatten selbst in der Hand. Und Stuttgart macht's gut. Ich ziehe meinen Hut vor Stuttgart. Meine Güte, wer hätte gedacht, dass das Taifun Korkut noch mal so ein Comeback erlebt, der schon totgeschrieben wurde, wo so, oh, der kann ja nix und so weiter und so fort. Nein, der hat es super gemacht. Die hatten aber den Spirit. Und die haben natürlich auch das Glück natürlich gestern gehabt. Aber sie wollten halt auch. Wir wollten gegen die Bayern auch nicht. Ja, guck dir doch an, wie lustlos wir da rumgetrabt sind gegen die dritte Mannschaft da. Das ist doch scheiße. Stimmt die Einstellung nicht? Das frage ich mich. Was soll das? Und wer will mich denn jetzt dazu bringen, ernsthaft zu sagen, ja geil, aber die Bayern holen wir jetzt ab? Nein! Wie soll man das denn hinbekommen? Wir müssen uns wieder selbst motivieren. Von den Spielern und von den Verantwortlichen macht das keiner. Die fahren halt hin, kriegen einen Check und dann war's das oder so. Nein, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber mich nervt das einfach. Guck mal, du hast auch, wir haben ja im Chat geschrieben, ganz ehrlich, was wir für ein Buchungshassel gehabt haben. Ja, Hotelzimmer, bla bla bla, wie kommen wir hin, wie fahren wir zurück und so weiter und so fort. Wie halt jeder. Ich meine, ich habe Freunde, Dennis ist jetzt heute nicht da. Dennis fährt mit dem Regio, der fährt nur Regionalbahn und Regionalexpress. Ja, super. Weil alle anderen Tickets zu teuer sind. Das heißt, die fahren jetzt zu siebt, fahren die 6, 7 Stunden hin, oder ich glaube 8 Stunden hin, weil sie ja nur Regionalbahn, Regionalexpress fahren. Und zurückfahren haben sie trotzdem noch einen günstigen ICE, aber zur absoluten Unzeit bekommen. So. Also das heißt, Schlaf gibt's dann auch nicht. Die fahren irgendwie um 4 dann zurück. Ja, weißt du, aber das ist so typisch für die Eintracht-Fans. Jeder macht es. Da gibt's Eintracht-Fans, die nach Berlin radeln. So. Und die haben die Motivation. Warum kriegt es denn die Mannschaft nicht hin? Ja, das ist mir auch ein Rätsel. Apropos Motivation, der Stefan, aka Superheld, hatte auch wieder die Motivation, uns eine lange E-Mail zu schreiben. Und da schreibt er unter anderem zur allgemeinen Situation, ja, mir geht es auch schwer auf die Nüsse, dass die Kackbayern so einen lustlosen Auftritt hatten und wir dadurch die Arschkarte haben, aber man muss auch sagen, dass die Bayern mit ihrer C11 uns quasi auch den Auswärtssieg hingelegt haben. Wir waren einfach nur zu dumm. Verkackt haben wir es auch nicht durch 1 bis 2 Fehler von Radetzky in Bremen, wo man auch, Klammer auf, dazu sagen muss, der war auch gestern stark, der hat uns auch so das ein oder andere gestern gerettet, Klammer zu. Und gegen Hoffenheim, jeder Torwart macht mal Fehler in einer Saison, bei Lukas waren es insgesamt recht wenig, er hat uns mehr geholt als verloren. Nein, verkackt haben wir es dadurch, dass wir uns gefeiert haben als zweitbeste Auswärtsmannschaft und jetzt auf einmal 7 Auswärtsniederlagen in Folge haben. Verkackt haben wir es, weil wir es trotz der besten Fans der Welt daheim zu wenig geholt wurde. Heimniederlagen gegen Wolfsburg, Augsburg und Berlin sind sowas von unnötig. Das ist ja quasi genau das, was du auch sagst. Wir haben einfach geile Fans, die jedes Mal wieder Support abliefern, die gestern mit was weiß ich, wie vielen Tausenden da in Schalke unterwegs waren und die Mannschaft angefeuert haben. Und die Mannschaft lässt sich kein Stück davon mitreißen. Ich verstehe es nicht. Ja. Ja, und auch, aber wie gesagt, hat auch nicht das Trainerteam. Also ganz ehrlich, für mich hat das Feuer dann auch an der Seitenlinie einfach gefehlt. Ne? Ja. War nicht zu spüren. Habe ich nicht das Gefühl gehabt, als hätten die das jetzt wirklich gewollt. Und nee. Was soll ich dazu dann sagen? Dann bin ich einfach frustriert, weil ich mir mehr erhofft habe und eigentlich gedacht habe, dass die Mannschaft und auch die ganzen Verantwortlichen ähnlich ticken, aber es scheint nicht so zu sein. Ja.
Vielleicht hätten sie einfach mal den Live-Kommentator von Sky zwischendrin anschalten sollen. Der hätte für mehr Aggressivität auf dem Platz gesorgt. Oh, ja, der hat bei mir zumindest für Aggressionswallungen gesorgt, ne? Weil er, also, naja, ich habe schon ein bisschen das Gefühl gehabt, als hätte er eine deutliche Schalke-Prägung gehabt. Auf jeden Fall fand er da alles ziemlich geil. Auch natürlich nicht zu Unrecht, aber man muss auch die Kirche im Dorf lassen, wenn du als Sky-Kommentator halt irgendwie zwei Vereine ja abbilden musst, dann solltest du das in der Zeit zumindest einigermaßen neutral tun. Aber das kommt dazu. Ich habe halt leider bei Sky Go keinen Stadionkommentar beziehungsweise Stadion-Atmosphäre. Wenn das möglich gewesen wäre, hätte mich es auch nicht mehr gejuckt. Aber naja, was, das sind so Kleinigkeiten, die das Ding noch unmöglicher machen. Aber es war einfach der beschissenste mögliche Spieltag gestern. Ja. Und es hat es wieder genau das eingetreten, was so typisch bei der Eintracht ist, was dieses komplette Phlegma ist, dass die Eintracht immer die Option hat, mehr zu erreichen. Und auch, ganz ehrlich, mittlerweile, ich schäme mich fast, also es hört sich blöd an, aber ich schäme mich fast, ich finde mich fast schmutzig, dass die Eintracht noch total drei sinnlose Punkte gegen den HSV geholt hat, die jetzt dadurch halt auch irgendwie abgestiegen sind, die hätten wir auch nicht mehr gebraucht, das wäre scheißegal gewesen, da wäre vielleicht der HSV drin gewesen und Wolfsburg abgestiegen, abgesehen davon, vielleicht ist es auch mal ganz gut, dass der HSV absteigt, ja, können wir auch drüber diskutieren, aber trotzdem, irgendwie nervt mich das, ja, warum machen wir so sinnlose Scheiße, ja, und dann werden wir nochmal, guck mal ganz ehrlich, wir wussten alle, vor dem Hamburg-Spiel war die Stimmung schon sehr, sehr gereizt, angespannt. Jeder hat gemerkt, okay, nach dem Spiel gegen die Bayern hier, wenn das jetzt gegen Hamburg in die falsche Richtung geht, kann das hier auch leicht mal, es war leicht, eine leicht entzündliche Situation. Ne? Ja. Und da hast du gedacht, okay, ne? Und dann holen die das Ding und gewinnen und dann denkst du, jetzt ist doch nochmal wieder was möglich, jetzt haben wir uns vielleicht gefangen und dann so eine eierlose Partie, es ist, also mir fehlt ehrlich gesagt auch ein bisschen der Glauben daran, dass das irgendwann mal besser werden kann. Weil, wie viele Chancen willst du denn noch auf dem Silbertablett serviert bekommen? Ja, das ist leider richtig. Ja, du hattest es schon angesprochen, der HSV dann jetzt quasi der zweite Absteiger in der Saison. Ja, vielleicht ist es gut, dass der HSV absteigt. Auf der anderen Seite, das ist ja immer so dieser Faktor, man hat ja einfach mittlerweile, kennt man so unwahrscheinlich viele Menschen von den ganzen Vereinen, um die es einem dann am Ende einfach so fürchterlich leid tut. Und man muss auch dazu sagen, dass die Art und Weise, wie der HSV oder zumindest Teile der Fans des HSV sich da in den letzten 20 Minuten des Spiels oder in den letzten 10 Minuten da verabschiedet haben, das war jetzt auch irgendwie nicht so wirklich rühmlich. Nee, aber ich glaube, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Ich meine, sowas gibt es halt bei Traditionsvereinen, hast du das bei Abstiegen immer wieder erlebt. Keine Ahnung, da müssen wir jetzt unseren Senf auch nicht dazugeben, das machen schon andere Vollpfosten die ganze Zeit, wenn ich mir einen Doppelpass anschaue, wo der Draxler und die ganzen Konsorten, Pit Goldschalk, da hast die, ach naja, Vermischungen machen, die auch nicht gut sind. Es gibt, wie in jedem gewachsenen großen Verein, gibt es immer auch Leute, die ein bisschen problematisch sind. Es waren natürlich beschissene Szenen, aber man kann auch das positive Bild danach nehmen, wenn du siehst, dass ein ganzes Stadion dann auch sich erhebt, klatscht und irgendwie will, dass die Zweitliga gut angegangen wird, damit du nächstes Jahr oder übernächstes Jahr wieder in der ersten bist. Also man kann es so oder so sehen. Nee, ich fand den Support von den Fans gut, wie du schon sagst, das Feiern der Mannschaft danach, okay, es ist jetzt für den HSV mit Erstliga-Zugehörigkeit nach 54 Jahren und irgendwie was ist das Thema jetzt erstmal durch. Musste halt auch mal passieren. Musste auch mal passieren und hoffen wir jetzt einfach für die Fans vom HSV, dass es eine kurze Zweitliga-Zeit wird und sie nach einem Jahr mit neuer Energie wieder hochkommen. Und dann ist auch wieder gut. Aber dann soll bitte endlich mal Wolfsburg absteigen. Die braucht nämlich auch keiner. Wobei die ja jetzt gestern hier irgendwie Schmadtke als Sportvorstand geholt haben. Also die wollen jetzt auch gut Geld mit Geld gehen. Das schon, die gehen ja auch im Sack, die müssen jetzt eigentlich auch echt absteigen. Es ist halt eine Scheißsituation, aber ganz ehrlich, kommen wir zurück zur Eintracht, das ist unser Baby, das ist das, was jetzt eigentlich wieder wirklich wo wieder komplett viel Scheiße gelaufen ist. Wir müssen uns ja strukturell Gedanken machen, es reicht ja nicht zu sagen, okay, Platz 8 haben wir jetzt und haben sie jetzt Europa verspielt, weißt du, es ist so viel wackelig, wenn ich mir angucke, die Jugend bekommt es nicht auf die Reihe, mal oben mitzuspielen, sondern immer ganz knapp gegen den Abstieg. Jetzt wurde ja früher in diesem Jahr schon Bindewald und Schur wurden entlassen. Da kam dann der Frank Leichner, das dann dementsprechend gemacht mit der U19. Jetzt haben wir nur durch ein Tor, was wir geschossen haben,
letzte Woche in der Nachspielzeit, wo wir den Anschlusstreffer erzielt haben, waren wir dann Punkt- und Torgleichen wegen der Tordifferenz, ist die U19 dann drin geblieben und Wehen ist abgestiegen. Aber Leute, das ist halt für einen Bundesligisten halt auch kein Standard. Das kann nicht sein. Ja. Das heißt, wir kriegen es da nicht hin. Es gibt so viele Bereiche, die wackelig sind. Keiner kann mir sagen, dass wir jetzt einen guten Trainer bekommen. Da gibt es viel Interessantes, was ich so, was man so hört, aber auch viel Bullshit, was du so hörst. Da gibt es so viel Blabla. Und niemand weiß, was nächste Saison sein wird. Aber wir hätten einmal hätten wir diese Saison richtig geil abschließen können mit einem Erfolg, den du rüberträgst über die nächste Saison. Ja. Und das haben sie nicht hinbekommen. Und dann ist mir das Gelaber, ganz ehrlich, dann ist mir das überhöhte Gelaber von Kovac dann halt auch, bin ich überdrüssig, weißt du? Dann brauche ich mich nicht die ganze Zeit als moralische Instanz irgendwie so feiern lassen. Das habe so ich jetzt aber auch gerade gestern im Spiel und nach der ganzen Vorgeschichte habe ich das sowieso nicht verstanden. Auch wenn er jetzt irgendwie noch Trainer ist, aber ganz ehrlich, ich hätte jetzt anstelle von Freddy Bobic gestern auch gesagt, so, Nico, Pressekonferenz nach dem Spiel, ja, aber wir lassen uns irgendwas einfallen, warum du da jetzt nicht auf der Bank sitzt, weil das bringt jetzt auch irgendwie nur wieder schlechte Stimmung da irgendwie rein. Dann hätte ich den da jetzt lieber irgendwie rausgezogen. Also das fand ich jetzt auch wieder so ungeschickt. Gerade auch dann kombiniert mit der Wortwahl und dem Auftreten und so weiter. Also da zeigt halt, dass wir viel an der Professionalität getan haben, aber so ganz auf Niveau sind wir da leider auch noch nicht. Der ganze Feinschliff fehlt, das ist ganz klar richtig, du merkst, aber es sind aber auch nicht überall Profis am Werk, das merkt man halt schon, ne? Und du merkst schon, dass Kovac auch wirklich mit seinem Latein am Ende ist, der Bobic ist mittlerweile anscheinend auch so ein bisschen, wo er nicht weiß, wohin er gehen soll. Natürlich ist Platz 8 rein rational betrachtet irgendwie ein Erfolg, aber das kann ich in diesem Moment einfach meinen Fans nicht verkaufen. Nicht mit den 34 Spieltagen davor. Die ich ja auch anfütter, darum geht's. Ich meine, es ist doch, guck mal, wenn wir so nah dran sind wir zwar zwischenzeitlich auf der 4, natürlich ist Platz 8 jetzt kein Erfolg, aber das muss man doch mal wissen. Das ist doch für ihn, für jemand, der mal den Titel in den Händen gehalten hat, ja, und er hat nicht nur drauf geschaut, er hat den mal in den Händen gehalten. Torschützenkönig, also das heißt, jemand, der weiß, was Erfolg bedeutet, der muss gleichzeitig auch wissen, dass eine Übersetzung, wo ich dann sage, naja, gut, auf Platz 8 ist doch super, das funktioniert so nicht, ja. Natürlich kann man als Eintracht-Fans immer sagen, ja, ist gut, alles okay. Das finde ich okay, wenn ihr damit zufrieden seid. Ja, natürlich kannst du das als Eintracht-Fan sagen, aber in der Situation, da wäre doch so eine Aussage wie gewesen, okay, Platz 8, wir haben es verkackt, das ist scheiße, ja, aber wir haben noch eine Chance, volle Energie. Und da geben wir jetzt alles. Nächstes Wochenende Berlin. Wir erinnern uns alle an, wann war das, vor 2 Jahren, als Peter Fischer sich hingestellt hat und gesagt hat, von wegen, dann gewinnen wir halt gegen den scheiß BVB. Das wäre so ein Ding gewesen, das hättest du bringen müssen. Vor einem Jahr meinst du? Oder vor einem Jahr, ja, Entschuldigung. Ja, klar, ja? Logo. Das wäre was gewesen. Da hättest du halt auch wieder so die Stimmung gewesen, ja? Ja. Und was war stattdessen? Du hörst diese Worte und wir haben uns alle, wie du vorhin schon gesagt hast, aufgeregt. Ich habe am Freitag noch meine ganzen Hotelübernachtungen und Tralala gemacht und war endlich gehypt. Und gestern war ich kurz davor, Hotel wieder zu stornieren und Karte irgendwie auf den Schwarzmarkt zu werfen, weil ich irgendwie null Bock habe auf Berlin nächste Woche. Ja, klar. Aber es wird langsam wieder besser gerade. Ja, ich meine, es gibt ja irgendwie dieses komische Element der Hoffnung, was uns dann wieder zurückbringt. Aber es ist halt aktuell, frustriert mich das, weil halt aber auch so ein bisschen die Außendarstellung einfach nicht so ist, als gibt es für mich einen Grund zur Freude. Weil, wie gesagt, du warst so knapp dran und du hast das wesentlich realistischere Ziel nicht erreicht und dann musst du mir jetzt erstmal wieder Glauben machen, wie man das unrealistische Ziel erreichen kann. Also es ist beschissen. Und das Problem ist, was ich eigentlich mit der Eintracht habe, und das ist vielleicht zu viel verlangt, wenn man sagt, na gut, man ist Fan der Eintracht, aber ich will eigentlich einen Fortschritt sehen. Ich will einen konstanten, stetigen Fortschritt sehen, der uns immer weiterbringt, eine Stufe nach oben. So, ne? Im Prinzip war der Fortschritt ja da. Ja, was wir halt nur jetzt zum Ende hin gemacht haben, ist, wir haben diesen Fortschritt schön nach oben auf dieses Regal geschafft und haben uns so sehr bemüht, diesen Fortschritt da oben auf das Regal draufzubringen, dass wir nicht geguckt haben, dass das Regal hinten dran nicht fest ist und haben es dann hinten beim Hochbuchten wieder umgeschmissen. Ja, das ist genau das kann halt genau das Problem sein. Und das finde ich insofern halt auch einfach schwierig, denn natürlich, wir haben uns in der Saison viel erarbeitet, was wir halt jetzt wieder selber eingerissen haben, ne? Und im Endeffekt bleibst du halt, du stehst da und sagst, du hast eine gute Saison gespielt, aber was dann Bestand hat, wissen wir nicht. Wir haben viele Verträge noch nicht fix gemacht. Ja. Wir haben lange über Jovic gesprochen. Da wurde so lange über Jovic gesprochen, naja gut, wir können ja nächstes Jahr noch den verpflichten. Keine Ahnung, wie das dann läuft. Im Zweifel kommt jetzt im Sommer doch irgendjemand und dann sieht die Situation wieder anders aus. Bei diesen heutigen Vertragskonstrukten hat keiner von uns genau Ahnung,
wie das abläuft. Am Ende wird er dann irgendwie für 5 Millionen doch irgendwie verscherbelt und wir Ja. stehen blöd da. Ist Und ja dann gibt es so viele Sachen. nicht nur das, wie das Vertragskonstrukt tatsächlich ist, sondern auch die Weiterentwicklung für den Spieler. Ja, Ja, man, klar. der sieht ja auch, dass er Potenzial hat. Richtig. So, jetzt hast du es in dem einen Jahr irgendwie verkackt. Jetzt wird er mit Sicherheit sagen, so, Vertrag jetzt schon irgendwie machen. Mach mal langsam. Wir gucken erstmal, wie die nächste Saison läuft. Und wenn du nächstes Jahr aber das Ticket nach Europa nicht löst, aber er halt eben Angebote bekommt von einem Verein, der das Ticket gelöst hat, Ja. dann wird es halt auch wieder schwierig, weil es bringt ja nichts nur, wenn wir irgendwie das Vorkaufsrecht haben, wenn der Spieler auch sagt, so, ja, Eintracht 2 Jahre war jetzt schön, aber jetzt ist halt auch irgendwie die Luft wieder raus, dann kriegst du da halt trotzdem keinen Vertrag hin. Ja, das ist es halt. Und das ist ja ein Paradebeispiel. Es gibt so viele andere Spieler, deren Zukunft natürlich auch in der Schwebe ist, ne? Wo die sich natürlich auch wahrscheinlich gedanklich damit befassen. Okay, jetzt spiele ich bei der Eintracht noch nicht mal international. Jetzt geht's vielleicht habe ich das Angebot. Also Wolf wird auf jeden Fall jemand sein, der Angebote hat, Er ja. wird Dann Angebote en masse haben. Das war übrigens, Mascarell auch und das war so, auch ja. wieder so eine Aussage in der Pressekonferenz vor dem Spiel. Vielleicht bin ich da auch zu sensibel, wo Kovac ja zu der Entwicklung von Marius Wolf befragt worden ist, wo er dann irgendwie so gesagt hat, von wegen, naja, wenn jetzt einer kommt, dann muss der mal richtig die Schatulle aufmachen. Naja, er geht ja jetzt zu einem Verein, der eine relativ große Schatulle hat. Ich finde die ganzen Äußerungen von Kovac bezüglich der Zukunft anderer Spieler einfach problematisch und sowieso unangebracht, weil, also ich meine, Marius Wolf ist natürlich jemand, der potenziell für die Bayern immer interessant sein kann, allein weil er ein Außenspieler ist, es ist ein deutscher, potenzieller Nationalspieler. Na klar, das muss man auch, damit muss man sich beschäftigen, aber halt auch nicht jetzt. Also ich finde sowieso, da finde ich aber auch ehrlich gesagt die Fragen schwachsinnig, weil worum geht's denn? Es geht doch eigentlich nur darum, dass wir unsere Ziele erreichen und nicht, dass irgendwelche anderen irgendwelche ihre persönlichen Ziele erreichen. Da haben wir auch wieder die Problematik mit Kovac. Jetzt höre ich schon die ganze Zeit, ja, es ist halt so, jetzt plant er schon mit keinen weiteren Außenstürmern bei Bayern und so. Ja, was ist denn, was willst du denn damit planen? Die Eintracht ist jetzt hier das A und O noch, Ich wollte gerade zumindest sagen, noch ein paar du Wochen. hast doch ein Pflichtspiel hier, jetzt machen wir halblang. Ja. Die Frage zur Entwicklung von Marius Wolf, und das kam übrigens von einem jemandem vom Hessischen Rundfunk, nur so. Ja, danke. Bitte. Naja. Ja, nervt mich trotzdem. Ja, ist richtig, aber ne, reden Sie mit den Kollegen. Siehst du mal. Ja, na gut. War ein sehr guter Einwand jetzt von dir. Das muss ich recherchieren. Naja, es ist halt, es ist, ja, wie gesagt, mir gefällt es nicht, weil ich meine, wenn du noch Ziele zu erreichen hast, dann gibt es für mich jetzt nicht die vordringlichste Relevanz zu überlegen, was jetzt Spieler in der nächsten Saison bei irgendeinem anderen Verein potenziell machen. Ne? Und es ist halt, es gibt Leute, bei denen merkst du den Wechselwunsch und das ist halt auch nicht so von Vorteil. Aber was mich halt dahingehend auch grundsätzlich ärgert, ist einfach die Tatsache, dass ich das Gefühl hatte, dass einige Spieler dieses Ziel der 7. Platzierung als lohnenswertes Ziel nicht so wirklich verfolgt haben. Und ich glaube, es war bei Teilen der Führungsebene genauso. Und jetzt landen wir halt, sind wir halt auf der 8 gelandet. Und jetzt, naja, jetzt war es das halt. Ja. So, wie kriegen wir jetzt die Kurve zum Pokal? Die Kurve zum Pokal kriegen wir jetzt gar nicht, weil ich würde eigentlich nicht sagen, dass wir das heute jetzt noch abhandeln. Also es gibt vielleicht ein paar andere Möglichkeiten. Ich habe mir schon was überlegt, so mit Bassi und so, vielleicht was wir da nochmal kurzfristig machen. Aber ich glaube, jeder muss jetzt erstmal seine Wunden lecken und dann gucken wir, wie es im Pokal ist. Ich denke, ich kann jetzt sagen, wir werden in Sachen, in irgendeiner Art und Weise werden wir vom Eintracht-Podcast vor dem Pokal noch was raushauen. Und wahrscheinlich in der Hoffnung, dass wir mal ein bisschen andere Sichtweise dann darauf haben. Aber ich glaube, jetzt ist erstmal Zeit, dass wir das irgendwie verarbeiten, zumindest noch bis morgen. Wir haben ja jetzt heute gerade Sonntag und dann schauen wir weiter. Genau. Was wir auf jeden Fall schon sagen können, ist, dass mindestens 4, wenn nicht sogar alle 5 vom Eintracht-Podcast in Berlin zugegen sein werden. Also die Chance, uns zu begegnen, ist immens hoch. Basti und ich sind auf jeden Fall schon ab Freitag da. Wir haben uns auch schon Tickets geholt für die 11-Freunde-Saison-Abschlussrückblicksparty irgendwie ab 21:30 Uhr, 22 Uhr, keine Ahnung. Also wer da vor Ort ist, Augen aufhalten, Ohren aufhalten, meldet euch. Wir können über die Saison, über Fußball und so weiter reden. Bitte nicht über das letzte Spiel. Aber ansonsten ist auf jeden Fall was drin.
Genau. Fall. Ja, das ist ja so einer der Termine, die schon auf jeden Fall feststehen. Wie gesagt, wir werden davor noch mal ein bisschen was machen. Danach haben wir dann ja auch, wir haben so eine kleine Saison, ja, Saisonabschlusssendung geplant. Das kommt ja dann auch danach. Aber naja, jetzt mal nach und nach. Und ich bin immer noch mega frustriert. Naja, aber jetzt geht's schon besser. Wir haben jetzt ein bisschen drüber gesprochen. Und ja, es hilft. Die Therapiestunde hat dann doch ihre Vorzüge. Und vielleicht, wir könnten ja jetzt mal noch auf so ein bisschen was Lustiges gucken, weil wir haben noch so ein paar Dummschwätzer. Vielleicht ist da noch das eine oder andere dabei, was uns auch wieder erheitert. Hau raus. Danke, danke, danke sehr. Aber es ist dann auch wie im richtigen Leben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. So, und zwar haben wir wieder einiges an Hörernominierungen bekommen. Der Superheld hat sich übrigens gerade im Chat beschwert, dass seine Mail ja gar nicht so lange gewesen ist. Stimmt im Vergleich zu denen davor, die schon eher an so einen dreiteiligen Band erinnerten, war es jetzt nicht so ganz lang, aber war schon eine gute Länge. So, wir haben folgende Hörernominierungen, und zwar einmal von unserem Hörer über Twitter, und der heißt 2 Meter Peter. Keine Ahnung, worauf man nachziehen will. Ich liebe den. Und zwar nominiert er Toni Schumacher für dieses Gesamtkunstwerk an einem Interview, was er zum Abstieg des FC im Bonner Generalanzeiger veröffentlicht hat. Also da war schon viel Grenzwertiges irgendwie drin. Vor allen Dingen auch so diese Geschichte mit Vorstand und tralala, dass man ja ein Ultra-Problem hätte und man sich jetzt irgendwie mit diesen Aussagen über den Vorstand des FC versucht, irgendwie an den Stadionverboten, die man vor der Saison erteilt hat, versucht, sich an Werner Spinner zu rächen. Also da sind so ein paar Lichter nicht mehr an. Okay. Also ein ganz grenzwertiges Interview, finde ich. So, dann haben wir eine zweite Hörernominierung von unserem Hörer Ed Wittfra. Und zwar nominiert er den nächsten Knaller, Martin Kind, der im Deutschlandfunk im Interview gesagt hat, dass die Bundesliga ein Problem hat, und zwar die 50-plus-1-Regel, und deswegen nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Ja, Martin Kind hat sowieso viele Probleme. Ja, seine Selbstwahrnehmung ist, glaube ich, da eine ganz spezielle. Das ist schwierig, ja. Und dann haben wir einen Nominierten, der ist uns wie oft genannt worden. Ich habe mehrere Namen jetzt aufgeschrieben, und zwar @JMK 1337, Tom Kuncher, der Sportgucker, Superheld, und da waren noch ein paar andere, wo ich den Namen aber nicht mehr gefunden habe. Und zwar wird nominiert Markus Söder, der wunderbare Held, der Jupp Heynckes gerne zum bayerischen Staatsbürger machen würde und nicht mal in der Lage ist, für ein Pressefoto das Trikot richtig rum irgendwie anzuziehen. Also der ist ja sowieso auf so vielen Ebenen irgendwie komisch, aber jetzt irgendwie diese Zusammenrücken da nochmal, also... Oh. Also Markus Söder ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Nominierung. Ja, definitiv. Weil, aus vielerlei Gründen. Das Problem ist, der wäre eigentlich wäre der so total lustig. Ne? Normalerweise denken sie, ach guck mal hier, der ist ein lustiger Zeitgenosse. Das Problem ist, er ist Politiker und hat so ein wichtiges Amt inne aktuell als bayerischer Ministerpräsident, dass das halt, naja, ein bisschen blöd ist aktuell. Ne? Ja. Also ich weiß nicht, es ist... Es tut mir ein bisschen weh zu sehen, dass solche Knalltüten so weit in der Führungsriege sind. Naja, aber da gibt es ja so viel, wenn wir uns das neue Polizeigesetz, das Bayerische, angucken. Da muss ich aber sagen, Daumen hoch übrigens für die über 10.000 Leute in München, die da gegen demonstriert haben. Ja. War eine starke Sache, wir wollen jetzt nicht zu politisch werden, aber das war auf jeden Fall eine ziemlich coole Angelegenheit. Und Markus, ja, aber die Aussagen, die sie danach schon wieder gebracht haben, die haben mich schon wieder irgendwie aufgeregt, so von wegen, ja, das sind ja irgendwie nur 30.000, das ist ja nur irgendwie 0,3% der wahlberechtigten CDU-Wähler, das heißt eine Mehrheit des Landes ist dafür. Nee, das ist also halt, das auch, ist halt auch wieder so. Ja? Die Führungsriege der CSU, also ich meine, Hermann, Söder, ja gut, was soll ich dazu sagen? Dobrindt, ja. Naja, da steckt halt das Rind im Dobrindt, ne? Also insofern, naja, was ist, ich will auch, also das, da werden wir irgendwann nochmal genauer thematisieren. Es ist so nah gerade an anderen Frustrationssituationen dran, dass ich da, glaube ich, nur eskalieren könnte. Aber jetzt will ich auch nochmal jemanden nominieren, und zwar will ich all die Leute nominieren, das ist jetzt eine große Nominierung.
Inszenierung, die sich sonst nie zu Fußball und zu Fußballthemen äußern, aber genau bei der Situation gestern in Hamburg meinen, sie müssten jetzt die großen Reden schwingen. Unter anderem unser guter Freund Julian Reichelt von der Bild, der sich bemüßigt gefühlt hat, einen sehr allgemeinen Kommentar zu verfassen. Oder natürlich auch, sehr lustig, eine Top-Twitterin Regendelfin. Ja? Sonst habe ich nie was von Fußball über Fußball von ihr gelesen, aber da hat natürlich gemeint, jetzt irgendwie klare Kante beziehen zu müssen. Mir geht es unfassbar auf den Sack, dass Leute, die überhaupt keine Ahnung haben, immer sich dann zu Wort melden zu müssen, wenn irgendwelche Krawallos unterwegs sind und nicht, wenn mal positive Thematiken besprochen werden. Das zeigt schon, dass hier der Populismus einfach, also die populistische Art und Weise, wie das halt verfasst ist, einfach dazu anregen soll, dass sie Klicks bekommen, wie bei Reichelt oder irgendwie schöne viele Likes oder so, weil das kommt ja immer gut, irgendwie was raushauen oder so. Also wisst ihr was, entweder ihr befasst euch mit Thematiken intensiv und könnt differenzieren oder ihr könnt es nicht und dann lasst ihr es einfach sein. Ein unfassbar unsäglicher Scheiß. Es gibt viel zu kritisieren bei der Situation gestern in Hamburg, aber man muss der Sache auf den Grund gehen und auch differenzieren. Wenn Leute das nicht machen, haben sie eigentlich ihr Recht, daraufhin verwirkt eine sinnvolle Meinung kundzutun. Ja, hast du absolut recht. Jetzt haben wir gerade eben spontan noch eine Nominierung bekommen von jemandem, der sich generell immer zu allen im Fußball äußert. Und zwar ist nominiert worden von unserem Hörer, Hörerin, kriege ich das hier raus, Hörer, HNT2K8. Und zwar wird nominiert Pit Gottschalk für seine Aussage heute im Doppelpass. Und da kriege ich jetzt hier schon wieder Aggression. Man war mit den BVB-Spielern nach dem Attentat lange Zeit zu nachsichtig. Ja, das ist natürlich... Mal ganz ehrlich... Das kann halt wirklich nur einer sagen, der in dieser Situation nicht war. Ich war in so einer Situation nie, ich kann dazu nichts sagen. Aber was ich sagen kann, ist, Menschen, die sich zu solchen Aussagen im Fernsehen hinreißen lassen, denen sollte man nie wieder ein Mikro hinhalten und generell überhaupt keine Öffentlichkeit mehr geben. Und vielleicht, lebt er nicht in Bayern, Pit Gottschalk? Nee, leider nicht. Nee, glaube ich nicht. Nee, der ist ja tief im Westen verwurzelt. Ja. Mhm. Jetzt fang bitte nicht an, tief im Westen zu singen. Also es ist ja, geht ja mal gerade gar nicht, ja, also. Was soll ich zu Pit Gottschalk sagen? Er ist schon, ich sag mal so, Pit Gottschalk ist schon öfter verhaltensauffällig geworden. Ja. Und immer am Rande zwischen, naja, da kommt noch ein bisschen Information rum und dann, nein, er hat den Wahnsinn übertreten. Ja gut, es ist halt für so ein Populisten-Magazin wie dem Doppelpass ist natürlich super, dass du so jemanden wie Traxler und den noch einlädst. Ja, dann war ich ja froh, dass heute mal Subotic da war, den ich als herausragende Persönlichkeit empfinde. Ist wirklich eine der positivsten Figuren, die es im Fußballgeschäft gibt. Also wir wollen noch mal hier was Positives erzählt, aber und Ralf macht sich ja da auch echt gut, ist ja auch ein super Typ, der durch wirklich wieder sehr, sehr abwägend ist, aber du hast halt mit Pit Gottschalk jemand, der natürlich sein Geld mit leichten Klicks verdient und ja, das natürlich mit auch, solchen ja. Aussagen schafft er das dann halt auch wieder. Es ist halt, im Endeffekt vertritt jeder nur das, was er halt wo er mit Dinge verkaufen kann und dann merkst du halt, wenn Leute nicht diesen Ansporn haben, sie müssen irgendwie für billige Klicks sorgen, ja, dann sind die Aussagen plötzlich auch anders, aber so ein Traxler, der überhaupt keinen Fußballsachverstand hat, also ich ganz ehrlich, wir müssen ja auch alle mit uns selbstkritisch sein, ja, aber bei Traxler denke ich immer, Alter, der hat all seine Informationen vielleicht vom Golfplatz, aber irgendwie eine wirkliche Information, die er weitertragen konnte, sich mal 5 Gedanken gemacht hat, das glaube ich nicht, dass das mal der Fall war. Also ganz, ganz schlimm. Bin ich froh, dass es viele andere Leute gibt, die sich wirklich intensive, gute Gedanken machen. Aber irgendwann, also ja, naja, ich will jetzt Ruhe bewahren. Genau. Dann haben wir noch eine letzte Nominierung und die kam unter anderem, oder die kam von unserem Hörer Ed Superheld und zwar nominiert er Wladimir Putin. Okay. Der vor einigen Monaten noch die Aussage getätigt hat, dass ausländische Journalisten bei der WM völlige Freiheit haben, um ihren Job zu tun, außer wenn man Hajo Seppelt heißt. Ja, merkt man ja. Also das ist halt auch wieder so ein Ding. Und dann liest du wieder so diese halbgaren Aussagen von irgendwie FIFA, die sagt irgendwie, ja, Pressefreiheit ist das Höchste. Und ein Grindel, der dann irgendwie sagt von wegen, ja, da ist jetzt die FIFA irgendwie im Boot und wir finden das irgendwie ganz schlimm, aber dann macht halt auch was dagegen, ja? Also,
ist das große Geld ist der, immer der treibende Faktor, auch und gerade im Fußballsport. Insofern ist alles scheißegal. So für so typische Propagandaveranstaltungen, dass Russland ja doch eigentlich ein ziemlich aufgeklärtes Land ist, mit wo auch Homosexuelle frei reisen dürfen und so weiter und so fort, auch nicht zusammengeschlagen werden. Das sind dann Bilder, die jetzt wahrscheinlich irgendwie einigermaßen installiert werden, wo du konzentrierte oder konzertierte Situationen haben wirst, wo du denkst, ach, ist doch alles ganz schön dort. Im Staate Putin, naja, was soll man sagen? Es ist ja auch überall alles ein bisschen kritisch, ist ja nicht nur dort so, aber da fließt halt dann das Geld dann rein und dann sind, ja, es ist Geld plötzlich wichtiger als so manche idealistischen Vorstellungen. Ja. Ich habe nichts von Putin gefunden, aber ein Hörer hatte uns einen Audioschnipsel geschickt, wo er gesagt hat, den würde er gerne öfters hören und der passt so ein bisschen da rein. Never ever came everybody, somebody and to offer me something for whatever, give me your vote for whatever. Ja, weißt Bescheid. Ja. Never ever came anybody something, ne? Großartig. Das klingt ein geiles Lied. Never ever. Ja. Anybody gave me something. Das klingt voll gut. Es ist wahrscheinlich einfach so ein, es ist eigentlich nur noch 15 Lied. Also ich meine, wir Deutsche haben ja sowieso die Angewohnheit, Lieder zu mögen, von denen wir gar nicht genau wissen, was überhaupt Sache ist. Also es sind 70% der deutschen Popmusik. Es passt eigentlich auch hier ganz gut rein. Naja. Ja, also wenn einer Menschen unserer Hörer leben, oder Hörerin da draußen in der Lage ist, daraus einen kleinen Song zu machen, wir würden ihn nutzen wollen. Auf jeden Fall. Menschen leben, tanzen, Welt, oh, oh, ey, oh, oh. So, alles klar. Großartig. Also Marvin ist schon wieder voll in Stimmung, das ist hervorragend. Naja, getrieben durch Wut. Ja, man muss die Energie, du musst die Energie nutzen, junger Padawan. Ja, auf jeden Fall. So. Ja, lass mal Deckel drauf machen, ich muss jetzt weiterarbeiten. Genau, der Herr Marvin muss weiterarbeiten. Wir haben noch zwei kleine Empfehlungen. Wir hatten gerade eben ja das Thema Russland und WM und tralala. Ich fand die Tribünengespräche beim Rasenfunk im Vorgriff auf die WM in Russland mit der Journalistin, deren Namen mir gerade nicht einfällt, extrem interessant, wo es ja auch so viel um dieses Drumherum und wie so die Stimmung ist und so weiter geht. Ich verlinke euch mal die Seite in den Shownotes, solltet ihr auf jeden Fall mal reinhören, fand ich so als Hintergrundinformation wirklich sehr, sehr gut. Und ich möchte an der Stelle auch nochmal den Spendenaufruf für die Choreo erwähnen, fürs Pokalfinale. Kann man, glaube ich, immer noch nutzen. Von daher, ich habe es in der letzten Sendung verlinkt. Hab da mal noch einen Blick drauf, ne? Sehr gut. Genau, und ansonsten würde ich sagen, machen wir den Sack zu. Basti ist irgendwie noch beim Muttertagscafé. Der Herr Marvin muss jetzt weiterarbeiten und ich gucke, dass aus dieser Folge hier etwas Anhörbares wird und ihr die da draußen hören könnt. Mhm. Wir hatten schon angekündigt, wir machen die Woche noch hoffentlich irgendwas, um noch so ein bisschen die Pokalstimmung hochzuhalten. Von daher, stay tuned, haltet die Social Media im Auge. Genauso auch am Freitag und Samstag. Wir werden, glaube ich, zwischendrin immer mal sagen, wo wir uns gerade so in Berlin rumtreiben. Also wer irgendwie Bock auf ein Treffen hat, meldet euch. Und ansonsten wünschen wir euch einen hoffentlich guten Wochenanfang. Mhm. Baut den Frust ein bisschen ab. Freut euch auf das Pokalfinale. Es wird auf jeden Fall eine grandiose Stimmung. Wir haben noch eine Chance, vielleicht lösen wir das Ticket. Wir wünschen euch eine schöne Woche und ja, melden uns rund um den Pokal und nächste Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.